Ja, hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem neuen Vlog und ich damit die Woche mit euch beenden werde, so gesehen an diesem wunderschönen Sonntag. Es schneit sogar bei mir und von dem her, ja, wie kann es schöner sein als ja, mit einem Video von mir zuletzt. Weiß ich nicht, ob es was Schöneres gibt. Was habe ich heute für Themen? Und zwar, bald sind 10.000 Abonnenten geknackt, noch 5 Stück brauche ich, das ist wirklich nicht mehr viel und ich freue mich extrem auf die Marke. Weil irgendwie ist es so ein Ziel, was ich dieses Jahr schon so als unerreichbar, ja, ich dachte, also es war für mich echt unerreichbar. Ich dachte mir, 10.000 schaffe ich dieses Jahr nie wieder oder nie, so ist es richtig gesagt. Ich bin auch sogar ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil diese Zahl ist für mich ja so abstrus hoch, dass 10.000 Menschen bei mir gesagt haben, ja, finde ich cool, direkt ein Abo. Und ja, deswegen, ich freue mich da sehr drauf. Also jetzt hier noch die Chance. Letztmalig, weil ich denke, nächste Woche haben wir es dann geschafft, dass ihr noch Fragen stellen könnt. Die Fragen werde ich dann eben im nächste Woche dann in dem Vlog, das so mein 10.000 Abonnenten-Special dann wird, dann alle beantworten. Also ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr wollt. Ihr könnt so viele Fragen stellen, wie ihr wollt, von dem ihr macht und nutzt es auch. Ja, also stellt Fragen, stellt so viel ihr wollt und macht es einfach. Also ich bin sehr gespannt, die wird dann beantwortet. Wie war meine Woche ansonsten? Ihr sitzt schon neben mir. Ich habe eine neue Grafikkarte und ich wollte euch einfach nochmal diesen Karton zeigen, weil der ist so riesig groß. Dann war hier auch dann konnte man die Grafikkarte sehen, also voll geil. Ich habe mich echt extrem gefreut. GeForce 980 GTX Ti. Unglaublich teure Anschaffung, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also ich habe auch echt ein bisschen überlegt, ob ich es mir gönne oder nicht. Aber in Anbetracht dessen, dass ich viel natürlich YouTube zeige und die Qualität da passen soll und ich da so ein ja, jetzt einfach mal Ruhe haben wollte und wenn das System einmal passt, dann ist das auch der Fall. Ja, deswegen habe ich es mir gegönnt. Bis jetzt super tolle Entscheidung. RioCut hat mich da ein bisschen angestiftet. Rio, an dieser Stelle, danke, dass du das gemacht hast. Wie gesagt, auch wenn es nicht das günstigste war, das ohne Frage, aber die Entscheidung war absolut richtig. Also danke Rio für diese Aussage. Dann, was ist noch? Star Wars habe ich mir auch noch gegönnt. Ich habe auch da schon ein angezockt gemacht. Da hat dann auch der eine oder andere noch drunter geschrieben und gefragt, ob ich da nicht nochmal ein Video machen kann. Also geplant ist da keine Serie oder keine Reihe. Wenn ihr das natürlich wollt, dann schreibt es auch hier unter das Video und kommentiert es und sagt mir, ja, ich würde da gerne noch ein, zwei Folgen dazu sehen, kann ich gerne machen. Ich persönlich, ich finde es, ich bin ja ein Battlefield-Jünger. Ich liebe ja Battlefield, ich habe mir jedes Battlefield gekauft und ich hatte gehofft, dass es so wird wie Battlefield, nur mit Star Wars. Ist es leider nicht, sondern wer das Video gesehen hat, der hat gesehen, diese Power-Ups und so gibt's und dadurch bekommt man erst Fahrzeuge. Ich hatte mir gehofft, dass die Fahrzeuge einfach so stationär stehen, dass die halt spawnen, was nicht passiert. Das finde ich echt schade. Das heißt, zu meiner persönlichen Meinung, es ist ein sehr, sehr nettes, abwechslungsreiches Star Wars-Spiel, ein Star Wars-Shooter, kommt für mich aber nicht an Battlefield drin und kommt noch weniger an die Battlefronts, die ersten zwei Teile. Also von dem her, leider nicht so gut wie erwartet, aber schaut bombastisch aus und für ein, zwei Runden nebenbei ist es immer noch nett. Aber ich glaube, da kann man auch ein bisschen drauf warten, bis es irgendwo für, was weiß ich, 29 oder 30 Euro beim MOBA gibt. Da braucht man jetzt keine 50, 60 Euro ausgeben. Was habe ich noch gemacht? Grafikkarte Star Wars, bald 10.000. Oh ja, und ich habe James Bond angeschaut. James Bond Spectre, so muss man es ja sagen. James Bond liebe ich. Ich habe gerade eben, bevor ich hier aufgenommen habe, auch noch Skyfall wieder ein bisschen reingezogen und Casino Royale habe ich mir auch wieder reingezogen die letzten Tage und Pierce Brosnan und Dr. No und Bond mag ich sehr, sehr gern. Quantum Trost war für mich übrigens von den Craig-Filmen der schlechteste, und um das mal vielleicht als kleine Randnotiz. Und wo ich Spectre einordnen würde, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also für mich war, wo ich Casino Royale gesehen habe, muss ich sagen, der ist schon sehr geil gemacht. Skyfall war gefühlt für mich so ein bisschen der Beste, auch wenn er, ja, der war halt einfach schwach und es hat viel gezeigt, ja, viel Menschliches am Bond. Spectre, schwierig, das war ein guter Bond, es war auch auf jeden Fall wieder wert, den auch im Kino anzusehen, aber er rangiert für mich so auf dem geteilten zweiten, wenn nicht sogar dritten Platz der Craig-Reihe, aber immer noch auf einem guten zweiten, dritten Platz. Ich kann ihn trotzdem sehr empfehlen. Ich liebe ja Kinofilme und ich schaue ja, wenn ich mal nicht zocke, bin ich eigentlich immer voller Glotze, muss ich gestehen, weil ich bin ein ganz großer Cineast, was das Thema zumindest nebenbei Berieselung angeht. Ich bin ja kein Leser, ich
kann mich mit Lesen nicht so arrangieren wie vielleicht der ein oder andere unter euch. Deswegen, ich schaue lieber 2 Stunden Film und kann dabei ein bisschen abschalten. Aber Spectre, trotzdem cooler Bond, und Christoph Waltz ist einfach Burner. Da kann man sagen, was man will. Der Christoph, der glaube ich, der kann eine Kartoffel spielen, also wirklich eine Kartoffel mit in so einem Jutesack, und der wird immer noch wahnsinnig abliefern. Also der Typ, der kann richtig was. Von dem her, das war es auch schon wieder für das heutige Vlog. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Restsonntag. Ich hoffe, ihr genießt es, bei euch schneit es auch ein bisschen, weil es einfach so eine Stimmung hochbringt und vielleicht den einen oder anderen Glühwein schon, den man trinken kann. Ich habe morgen Urlaub. Montag ist bei mir, habe ich mal mir freigenommen. Das heißt, morgen könnte ich auch ein bisschen zocken. Ich kann den Sonntag mal ein bisschen angenehmer gestalten. Ich werde nicht so viel aufnehmen müssen an dem einen Tag, sondern ich kann es jetzt auf heute und morgen ein bisschen schieben. Das finde ich auch ganz cool. Naja, also von dem her, so ist es bei mir. Ich hoffe, bei euch ist es auch ein schöner Sonntag. Macht es gut. Bis morgen oder die Tage.